nicht gut. Sonst geht nämlich jetzt immer nicht meine Flotten gleich ziemlich am Arsch, wenn ich keine Energie habe. Enemy presence exposed. Hier tut sich gerade gar nichts. Cecilia hat schon wieder. Macht schon wieder Stress. Weswegen? Handelswert minus 26%. Ach nee, Auswirkungen. Rückgang von Immigration. Aber warum seid ihr so angepisst? Ach, ihr habt keine Dienstleistungen. Es ist ungewohnt, dass es so aussieht. Wirtschaftszonen. Kriegt ihr ein Holotheater? War declared. Aus irgendeinem Grund ist das hier schon wieder übernommen worden. Enemy presence exposed. So, ihr wartet hier bitte. Ihr greift gemeinsam an. Macht keinen auf Anakin Skywalker. Das ist nicht gut für ihn ausgegangen. Weiter, ich will die immer noch nicht haben. So, dann holt das System zurück. Das kann die hier tun. Dann bleibt die zweite Zenturie nämlich hier. Wehrt die ab. Technology secured. Sternenbasis wieder aktiv. Enemy presence exposed. Na, ja, Hadoofis wollte ich den jetzt nicht übergeben. Erzwungener Frieden in 650 Tagen. Ja, komm. Wieso braucht ihr so lange? Das ist ein Sprung. Wieso braucht ihr dafür 100 Tage? So, ihr repariert. Also dafür, dass die Prikikiti uns den Krieg erklärt haben, haben sie noch gar nichts getan. Aber sie, ja, kein Wunder. Hä, the war in heaven? Also sie sind im Krieg mit Ägyptern und Amazonen, aber war in heaven? Warum war in heaven? Das verstehe ich gerade nicht. Das dürfte kein Krieg im Himmel sein. Ich meine, das könnte einer der Namen sein, die das Spiel auswählen kann, aber... Also für Kriege auswählen kann, aber eigentlich würde ich meinen, dass der Name da eigentlich nicht in der Liste steht, wenn es ja schon ein Event gibt, das so heißt. Ich habe mal wieder zu wenig Dinger. So, übernehmt das, dann kann ich hoffentlich den Krieg beenden. Status quo. Wir bekommen 5 Systeme. Sternfestung, wir lassen das erstmal. Das Ding ist, haben wir jetzt. Ne, wir haben hier nur Römer. Okay, es haben sich hier keine Wikinger angesiedelt. Das wäre es ja noch gewesen. So, Wirtschaftszone. Ich habe gerade nichts anderes, was ich mit denen machen könnte.
Ihr fliegt dahin, ihr fliegt dahin. Und dort... Wieso lasst euch hier upgraden? Das System brauchen wir. Das System brauchen wir. Das System ist hier vielleicht ganz gut zum Eingrenzen, aber dann machen wir hier einen Sternenhafen. So viel zum Thema, wir bauen Habitate. Wo ist das System hin? Suche. Ah ja, direkt hier ist irgendwo Cybrex-Aktivität. Okay. Dann schnapp sie dir. Ihre Flottenstärke ist erbärmlich. Hier tut sich gar nichts. Vielleicht sollte ich das ausnutzen. Und sobald die Flotten geupgradet und repariert sind, einfach hingehen und mal die ganzen Systeme hier erobern. Bis hier. Genau, war hier nicht auch irgendwo eine Gaia-Welt? Das ist eine Savannenwelt. Hier war doch auch irgendwo eine Gaia-Welt, oder nicht? Bin ich jetzt blöd? Hier waren die Kristallviecher. Ich war mir echt ziemlich sicher, dass da irgendwo eine Gaia-Welt war und ich deswegen da total heiß drauf war. Aber vor allem sind hier ein paar sehr gute Systeme, die ich den Prikikiti nicht einfach überlassen möchte. Wirtschaftszonen? Ne, nichts Wirtschaftszonen. Wir machen hier zwei Legierungsgießereien und eine Zivilindustrie hin. Die werden da eh nicht bleiben. Sobald Rom eine Ekumenopolis wird, machen wir die eh wieder weg. Sizilien hat keine freien Jobs. Aber Dschungel, den man mal wegmachen könnte. Das Ding ist, um eine Ekumenopolis zu bauen, müssen auch alle Distrikte des Planeten halt Stadtdistrikte sein. So, was ist mit euch? Überwältigend. Das gefällt mir absolut nicht. Unfreundlich. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob sie einen Kriegsgrund gegen uns gegenüber haben. Nicht Angriffsversprechen, rivalisiert, Grenzen geschlossen. Nullpunktreaktor. Tachyon-Sensoren. Vessels upgraded. Nullpunkt Energie brauchen wir, glaube ich, um Meister zu schaffen. Also halt, um uns in das Perk zu holen. So, dann fliegt ihr dahin. Construction complete. Upsilon Aliens, was auch immer die sind. Was wird die gerade erforscht? Ressourcen von Jobs brauche ich. So, ihr macht hier mal Wirtschaftszonen draus. Dienstleistungen und Handelswert. Schiffswerft. Wir brauchen wie lange, um ein Kolonieschiff zu bauen? 288 Tage. Es fehlen Konsumgüter.
Und pass auf, dieses ganze System holen wir uns. Es wäre auch ganz sinnvoll, dieses schwarze Loch zu besitzen, weil es wird hier wahrscheinlich dunkle Materie geben und wenn nicht, können wir da einen Materiedekompressor später bauen und der gibt uns Material, also Mineralien, wie sonst was. Hä? Habe ich das? Ach, ich habe das Design gar nicht geupgradet. Ich wundere mich schon, warum die noch die gelben Destruktoren, Plasmawerfer nehmen. Aber ist nicht schlimm. Okay, ja, die Prikikiti werden hier ziemlich zurückgedrängt. Das heißt, wenn wir uns bis hierhin vordrängen können und dann Status Quo. Monkadir Sablisur. Ihr Flottenstärke ist unterlegen. Frieden mit Troja. Oh! Habe ich gesagt, tschüss Troja? Weil Troja sich hier gerade ziemlich erholt hat. Das ist ein ganz schönes Comeback. Also, ich meine, Glavios KI ist besser, aber ich hätte selbst der nicht so ein Comeback zugetraut, vor allem weil alle KIs ja jetzt so schlau spielen. Aber eine normale Stellaris-KI wäre definitiv bis am Boden gewesen. Also, die hätte sich davon nicht erholt. Ich bin beeindruckt. So, hier müsste auf jeden Fall... Warum habe ich das hier eigentlich die ganze Zeit vernachlässigt? Hier muss eine Sternbasis hin, also eine Sternfestung. Das zögerte Tüch das mit den Habitaten schon wieder hinaus, aber was soll ich machen? Construction complete. Enemy presence exposed. Pass auf, du gehst dahin. Du gehst dahin. Brauche noch einen Sternenbasis-Slot. Tion können wir nicht aufgeben, weil wir sonst hier offen haben. Polaris möchte ich auch ungern aufgeben. Via Appia. Brauchen wir diese Sternenbasis wirklich? Ich meine, so viel ist hier nicht an Piraterie, dass wir die unbedingt bräuchten. Die Prikikiti haben ein paar Schiffe geschickt, aber das wird uns nicht aufhalten. Plasmatriebwerke. Ja, die wären was. Also kostenlos nehme ich die gerne. Ich glaube, diese Echsen sind Satanisten. Pass auf, ihr bewegt euch dahin. Und dann erobern wir halt diese Welt. Und dann, genau, dann machen wir aus den Prikikiti. Ich weiß noch nicht, was ich mit denen mache. Was? Ich hab doch eigentlich... Nein, ich hab noch nicht befohlen, dass ihr rüber sollt. Ich möchte erst, dass die andere Flotte noch fertig wird. Doch, hier ist eine Gaia-Welt. Bin ich doch nicht doof. Einfluss. Wir haben zu viel Einfluss. Nein, nicht... Ah, wollte ich nicht. Egal. Macht keinen Unterschied. Diplomatische Zugeständnisse. Wie sieht's mit den Amazonen aus? Nicht Angriffsversprechen, warte, die haben das aufgekündigt? Handelsabkommen. Ach nee, das ist normales Wirtschaftspakt. Das sind Xenophil, aber... Also wirklich mit den Freunden wird das auch nichts. Alter, ist hier viel handelswert. Das System ist gut, das brauchen wir. Und dann ziehen wir hier die Grenze.
Construction complete. Und dann können von mir aus die Amazonen den Rest haben. Construction complete. So, ihr sammelt euch da. So, das System kannst du erkunden. Minendrohnen. Was auch immer die sind. Ach, das sind die Void-Wolken, glaube ich. Wir haben schon wieder keine Energie. Was ist hier so laut? Hier mit Armeen aus 228, dann passt mal auf, dann bombardiert ihr. Die lassen wir einrücken. Die Frage ist, lagern wir zuerst unsere Forschung aus oder gehen wir erst auf Handel? Armeen landen. Minus 8. Okay, wenn wir das gewinnen, dann müssten wir eigentlich auch den Planeten direkt bekommen. Construction complete. Also damit nicht den Planeten direkt bekommen, wir müssen dann auch Status Quo erzwingen können. Was ist das hier? Zivilunternehmen. Werden wir nicht brauchen, sobald wir die Antischwerkrafttechnik. Okay, okay. Dann müssen wir jetzt Schritte einleiten, damit wir bald eine Ecumenopolis haben. Das heißt, die kannst du schon mal ersetzen und den auch. Ui, hier ist ja ganz schön was. Building ruined. Jo, wir können ein Status Quo verhandeln. Closed Border Center. Na, wie sieht's mit den Fraktionen aus? Autoritär, extranationale, ja, weil wir keine Untertanen haben. Militaristisch, Rivale, Leviathan-Töter, materialistisch, Wissenschaft ohne Grenzen. Xenophil kann ich auch noch mitleben, wobei die haben was dagegen, wenn Sklaverei betrieben wird. Das müssen wir auf jeden Fall aufrüsten. Ach du Scheiße. Ja. Also da mag jemand Legierungen. Das reparieren wir mal. Was habe ich für die Pre-Key? Okay, ich habe wohnhaft. Okay. Aus irgendeinem Grund habe ich hier auch Roboter. Sklaverei, Sklaverei. Ich möchte keine Roboter haben. Das ist mir ehrlich gesagt zu gefährlich. Polizeiwache wäre aber gut. Die sollte vielleicht lieber zuerst gebaut werden. Von was für Robotern sprechen wir hier? Das sind... Ich glaube, die sind noch nicht zur Rebellion fähig.
Okay, das sind schon mal sehr viele Legierungen, aber das ist mir ganz recht im Moment. Legierungen können wir gebrauchen. Robotermontage gestoppt, ja. Okay. Das sieht doch soweit gar nicht mal so schlecht aus. Vessels upgraded. Das Wurmloch möchte ich auf jeden Fall besitzen. Die Terraform hier gerade. Okay, also das macht die KI auch. Stimmt, das habe ich auch euch beim letzten Mal schon festgestellt. Ich frage mich wirklich, wo das Gegenstück zu diesem Wurmloch ist. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Obwohl doch, weil ich habe es ja selber eingeschränkt. Den kann ich immer noch nicht hier rein. Okay. Konsumgüter habe ich zu wenig. Also ich wirtschafte hier gerade leider echt am Limit. Minus 33, wovon bitte? Wo kommt das auf einmal her? Wahrscheinlich von dem Priki, ne? Ich möchte eigentlich gar nicht, dass die so viel verbraucht. Sozialfürsorge, vertretbare Konsumtion, Grundversorgung. Nicht existent, ja. Wir sind nicht, wir können nicht säubern, wir sind nicht xenophobisch. Sklavereityp. Wird nicht versklavt, das könnte man eigentlich auch ändern. Ich überlege gerade, wie mache ich es angeschickt? Ja, ich mache es so. Ich mache so. Ich mache aus denen gleich Sklaven. Sobald das neue Habitat steht. Wobei, nee, ich mache es vorher. Nur wenn ich es vorher mache, ist das blöd, weil ich das in den nächsten 10 Jahren nicht ändern kann. Aufstiegsvorteile. Wo ist geboren in der Leere? Freischaltung der Station Habitat. Ihr könnt tatsächlich ein Habitat bauen. Und dann baue ich in der Nähe von Rom ein Habitat, das wird dann Handel. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob die Handelsdistrikte, ob die... Wie heißt es? Ob die auch für Annehmlichkeiten sorgen. Sollte ich vielleicht mal meine Armee hier landen? Nur für den Fall. Mir gefällt eigentlich, dass die so viel produzieren. Also das muss ich so lassen. Das ist gut. Dann kann ich nämlich Polaris auch upgraden. Und ich kann es mir dann auch leisten, das hier aufzurüsten. Störsender, Störfeldgenerator. So, wir sind im Jahr 2300, wir sind schon im Jahr 2301.
Also gut im Midgame. Und das sieht schon mal wesentlich besser aus als vorher. Wir haben 2 Kriege mehr oder weniger gewonnen. Netzüberlastung, Forschungsgelder. Was könnt ihr uns anbieten? Eine uralte Bedrohung im Heaven's Gate-System. Gewährt uns 1000 Nahrung, wir geben euch 500 Mineralien. Nein! Das sind die 2 Rohstoffe, die ich nicht wirklich benötige im Moment. Forschungslabore. Chemische Bepflanzung. Sobald die Polizeiwache steht, kann ich... Oh, warte, nein. Sklaven können keine Spezialistenjobs... Stimmt. Sklaven können, glaube ich, nur Entertainer werden, aber ansonsten ist das, sind sie aus Spezialistenjobs komplett raus. Ich kann aber ihre Lebensstandards runtersetzen. Geschichtete ist 0,1 für Arbeiter. Vertretbare Konditionen wären tatsächlich sogar mehr als geschichtete Wirtschaft. Das wird halt bei Spezialisten, aber wir haben viele Spezialisten hier. Die sind das Hauptproblem. Unterhalt 0,6, ja. Die brauchen halt mit am meisten. Die hier sind nicht das Problem. Spezies. Lebensstandard. Ne, vertretbare Konditionen sind tatsächlich besser. Nee, Grundversorgung. Das hat nicht so viel getan, wie ich dachte. So habe ich jetzt Vollstrecker. Nein, ich möchte den Job nicht als Priorität haben. Vollstrecker. Mir gefällt nicht, dass das die Prikrieg selber machen. Aber okay. Ja, und sobald die Dienstleistungen wieder oben sind, wird das hoffentlich wieder in Ordnung kommen. Eine Wüstenwelt. Oh! Wir könnten das mit den Priki auch kolonisieren. Das sind Wüstenbewohner. Das ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Wobei, hier auf dem Planeten gibt es nicht so viel. Es gibt... Aber andererseits, komm, wir nehmen den einfach. Wir nehmen das. Troja hat das Nicht-Angriffsversprechen mit den Asiaten gebrochen. Okay, dann haben die gleich andere Probleme. Was heißt gleich? Mindestens in 10 Jahren, frühestens. Mindestens in 10 Jahren frühestens, das ist wieder so ein toller deutscher Satz. Einmal. So. Ich habe immer noch zu wenig Energie, deshalb brauche ich auch unbedingt ein Handelshabitat. Und dann, wo war ich? Bau einmal hier. Wo war ich jetzt schon wieder? Genau, ich wollte hier kolonisieren. Für die ausgewählte Spezies. Was? Nein, nicht die Grabwelt, ich will die Wüstenwelt. Tuban Prime. Terrarium. Man sollte es vielleicht richtig schreiben, muss ich gleich ändern. Aber es ist ja ein lateinisches Wort, also... Oh, jetzt muss ich gerade an so einen Asterix-Comic denken. Wo sich Miraculix darüber aufgeregt hat, dass die Gaia die ganze Zeit lateinische Wörter verwenden. Complete.
passt mal auf. Wir räumen mal ein bisschen auf. In Kristallsouverän. Dann holen wir uns nämlich die Gaia-Welt. Construction complete. Zellvitalisierungszentren, Nahrungsverarbeitungszentren. Kommandozentrum wäre gut. So, als nächstes dann Bollwerk der Harmonie. Dann hätten wir nämlich schon mal den Vorteil, dass wir in einem Verteidigungskrieg schneller Schiffe bauen können und unsere Feuerrate innerhalb unserer Grenzen wird erhöht. Das heißt, als Verteidiger sind wir dann auch nochmal stärker. Construction complete. Construction complete. Wie lange dauert es hier? 25%. Kontrolle der Leere. Wo ist... Es darf der aber... Erfordert 0 Punkt Energie.